Na, ja, genau. Richtig geil, ey. Richtig, richtig geil. Da unten ist der Schaumfuhr, den wir gestern haben. Den wir gestern gesehen haben. Ich bin in den Club. Ja! Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Böhner. Aber es muss wahrscheinlich das Falsche sein gestern, vom Essen her, weil das andere wäre wahrscheinlich nicht so gut gewesen vielleicht. Ja. Also ich war lecker gestern. Ja, also, super. Hab's doch immer für Fleisch gegessen, ne? Fleisch. Ja, Lotzi war ein bisschen beleidigt, weil er keine Serviette oder keine Unterserviette bekommen hat. Nein, ich bin geprägt in Frankreich. Die kotzen mich an, die Leute. Ja, der war stinkend unfreundlich. Der hat immer nur doof gekriegt. Nein. Martin hat gesagt, 1, 2, 3 gute Freunde. Ja. Ja, genau. Hier, merke, Frau, ich. Du hast mal komisch angucken, dass Lotzi die Serviette kriegt. Du hast vorhin gesagt, Frau und du. Ja. Gebe ich nicht wieder her. Nee, gebe ich nicht wieder her. Und dann musste, weißt du, wie in der Schule, wie im Kindergarten, du gibst das jetzt wieder zurück. Nein. Oh Mann, ich will aber nicht. Martin, ich würde vorschlagen, du schickst heute Abend mal einem Hotel, weil da kann ich mal Kindergarten sehen. Plus. Schöne Sträßchen hier, guck mal. Oh. Vielleicht ist da ja auch da so eine Tafel mit Kreide, wo man es da hinschreibt. Ja, genau. Kann man so ein bisschen unter ihm machen. Plus. Also steht mit Jüdiger, wo er den Lappen mal weg. Plus. So, meine Freunde, jetzt mal was ernstes Thema. Ne? Jetzt sind wir hier hängen zusammen. Ich würde mich gerne mal wieder über das letzte Hotel mit euch unterhalten, eure Meinung dazu hören und eure Bewertung. Bitte schön, Silvia zuerst. Also, ich bin wirklich sehr erstaunt und ich möchte sagen, es ist im richtigen Leben. Man muss zweimal hingucken. Die Kaschemme sah von außen aus wie, ich möchte da nicht reingehen. Aber drinnen und das Preis-Leistungs-Verhältnis war bisher am besten. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn Lotze mir vor dem Duschen gesagt hätte, wie es geht. Weil er hätte ja Wasser gehabt. Nein, also wirklich 1A-Hotel, Preis-Leistung, spitzenmäßig, beste bisher. Ja, also ich kann mich da nur anschließen. Der erste Eindruck, pfui, aber innen drin, ja, hui will ich nicht sagen, aber super ausreichend. USB-Ladesteckdosen en masse, die sehr flink waren. Der Kollege, der das Hotel betreibt, der scheint das ganz alleine zu machen und hat halt keine 8 Arme. Beim Frühstück kannst du ja mal ein bisschen stocken, wenn viele Leute da sind. Aber freundlich, sauber und die Duschbatterie, die hat 2 Stufen, also ganz nach oben ziehen, dann ist genug. Okay, ich habe immer noch ein bisschen Seife im Popo-Schlitz. Ja, von allen 3 Hotels fand ich jetzt das zweitbeste bis jetzt. Also gestern fand ich ganz gut, außer das Klo, wie Martin schon sagt, gestern, ne? Ja. Diesmal war Platz genug da, wo wir heute gewesen sind. Preis-Leistung übertrifft alles. Ganz klar Platz Nummer 1 bis jetzt. Man konnte gut pennen, war in jedem Zimmer war ein Doppelbett, ne? Bei euch auch wahrscheinlich, denke ich mal überall. Ja. Alle Zimmer waren gleich aufgeteilt und wie Silvi schon sagte, der äußere Eindruck hat getäuscht. Innen drin war alles tipptopp, war okay soweit. Darf man jetzt nicht mit deutschen Standard vergleichen, aber für hier in Frankreich war es schon wirklich gut. Und wer ja mal runterfährt und ein günstiges Hotel sucht, es passt. Ja. Naja, und abgesehen davon liegt es perfekt an der Route jetzt hier, ne? Dass wir die schönen Pässe heute fahren können. Naja. Ja. So, Martin. Also an der Route liegt es nicht. Wir sind ja ein bisschen abgefahren. Ne? Also ungefähr. Naja, aber. Ne? Aber ja, also ich finde es auch. Ich würde nicht sagen, dass das beste Hotel war. Also ich fand das gestern besser. Aber vom Preis her natürlich unschlagbar. Selbst wir hatten als Pärchen ein Doppelzimmer gehabt. Ja, also Preis das gleiche wie in Wien auch. Ja, Doppelzimmer, letztendlich haben die auch ein Doppelzimmer gehabt. Aber was natürlich ein Nachteil ist, dass man abends nichts zu essen bekommt. Also solltet ihr dann einplanen, vorher was zu essen, sich was mitzubringen. Aber man kann runterlaufen. Da ist so eine
ja, wie sagen, wie soll ich sagen, so eine Meile, da gibt es Restaurants, Dönerbuden. Kino. Kino, und dann kann man sowas essen. So. Ja, ja. Es ist okay. Was ich nie so gut fand, war diese Dusche in der Badewanne. War ziemlich eng bei uns zumindest, mit dem Vorhang noch davor. Klebte die am Arsch. Und ja, aber für den Preis, für eine Nacht, um den, der Zweck ist erfüllt, mehr als genug. Und ja, empfehlenswert. Also meine Wertung wären 3,5 Sterne. Sterne bei mir jetzt so. Ja, schlecht mehr an. Ist doch 4. So, offiziell sind es 2, ne? Dann hätten wir noch die Claudia, die noch was zu sagen hätte. Der sagte noch nicht, was zu sagen hätte. Was ich noch zu sagen hätte. Dauert an meine Zigarette. Nein, ich schließe mich allen an, das ist perfekt so, wie es war und ja. Ja, du hast ja vom Zimmer nicht viel mitgekriegt, du bist ja hoch und hat sich hingeschmissen. War das einzige Hotel, wo Martin sich mal richtig um dich gekümmert hat. Ja. Na, das hast du jetzt gesagt. Oh, erzähl mal! Ich erzähl. Wir sind hier eine Gruppe, du musst uns auch mal teilhaben lassen. Ja, ja, warte, wir machen mal die Kamera aus. Wiedersehen, Freunde. Nein, ich genieße und schweige. Hauptsache du genießt, das ist schon mal viel wert. Aber Markus, die Passage, war, die müsste auf der Hausstrecke liegen, oder? Ja. Ja. Boah, Hammer. Das müssten wir im Sauerland haben, ne? Ja. Ja, wir sind im Sauerland. Ach so, stimmt. Ach ja. Auch gestern die Ecke da, ne? War schon echt geil, wirklich. Also hoch zumindest, ne? Ja. Und da war ja dann so ein bisschen mehr alles kaputt, wa? Aber dafür haben wir Gas und RT. Aber von was redet ihr denn? Wo war was kaputt? Ach so, ja. Die Sprungschanzen waren. Ja. Oh, mein Bunker. Genau. Noch zu sagen. Aber wie kann man das jetzt überholen in der Kurve? Lebensmüde. Ja, ich muss an meine Fußrasten denken. Meine Damen und Herren. Ja, hier können wir ja ein bisschen sein. Oh, ja, das können wir auch, genau. Muss ja nicht sein, oder? Geht doch gerade. Auto. Hab ich was verpasst? Gibt's da vorne was zu essen oder machen wir das abstellen? Freibier! Also da gibt's auch ein Lied, ne? Freibier, und da sind wir dabei. Oder so, ne? Da kenne ich nicht. Ja? Das kann man sagen. Ja, komm, fahren wir auch mal. Dann müssen wir auch noch Kreise fahren, okay? Muss ich auch Kreise fahren? Ja, du, Silvia, hast es am allernötigsten. Ja, du wolltest doch drücken, hast du gesagt. Kreisekalle. Silvia, drücken und rechts einlenken. Guck mal. Kreisekalle. Ich hab einen Kreis gefahren. Einer reicht. Jetzt fahren wir noch ein. Auto? Noch zu na komm, auf geht's. Ja, Auto vorbei und weiter. Und bisschen geht ja noch. Also ich muss mich echt dabei konzentrieren, Markus. Es geht natürlich besser mit dem Drücken, aber es ist irgendwie ein bisschen eine Sperre im Schädel dabei. Ja, weil es nicht ins. Ja, aber es geht besser. Allerdings drücke ich manchmal beide Seiten gleichzeitig, das ist doof. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe das auch mit dem Drücken gehört. Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt drücke oder nicht drücke, das weiß ich nicht. Aber du machst es wahrscheinlich automatisch wahrscheinlich. Unbewusst vielleicht, ne? Aber ja. Alles weiß ich. Jo. I see, baby. Ja. Aber wenn ich mich jetzt drauf konzentriere und drücke, ja, dann ist das so, ne? Dann geht die Maschine wirklich in entgegengesetzte Richtung. 30! Warte. Oh, da vorne lesen sie da vorne, guck mal, hat der Leser das Polizei. Ja. Ja, wirklich. Wirklich. Ja. Polizia!
Alter, das war ein Scherz von mir, oder? Ja, die lachen jetzt und hinten steht die Kamera bei mir und zieht dich raus. Ja, so sagen wir Schwede, das war ein Scherz von mir, weil das aussah, oder? Ja. Das ist ja wirklich, ey. Aber Schatz, hast du gesehen, wie die mich angelacht hat? Hast du das gesehen? Nein, die hat mich angeguckt, Kollege. Nein, mich. Oh, Madame, magnifique. Claudia wäre fast vom Moped gesprungen, ihr die Augen ausgekratzt. Ey, und bei mir hat sie sich über die Lippen geleckt. So war der Sache da. Das war meine Nachtschwester. Das ist gewesen, wa? Mathe hätte sie rausgezogen und wir so, ja, Mathe, bis gleich. Die hat gelächelt, warte ab. Ja, genau. Gleich kommt die Kelle. Ich hab die Kamera aus, Martin. Ich schalte die Kamera aus. Kacke. Hast du Kamera da, Martin? Ja. Ja, scheiße. Aber warum machst du das anders? Ich hab's vorhin aus. Ich sag, komm, es ist eh nur gerade aus, da kommt nichts, wa? Ne, diesmal. Das ist ein schönes Startfoto für das Video. Genau, ja, genau. Martin, ja. Wieder. Und dann ganz wieder. Ja. Hat auf jeden Fall ein Backsystem, ne? Ohne Band unten runter, ne? Was hat der Martin? Neues Backsystem, ohne Band unten runter hängen. Ja. Nee, ich habe das über den Scheinwerfer gemacht, die Bänder. Ja. Nicht über den Scheinwerfer. Über das Rücklicht. Um den Scheinwerfer. Um die Köpfe und dann nach hinten. Junge. Ich stell das gerade vor, ja, so Uri Geller, mal vorne und den Scheinwerfer um den Hals von Claudia. Was für eine Vorstellung hat. Nein, kann nichts dafür. Ich weiß nicht, was der für Fantasie. Aufpasse, was der für Sexpraktiken hat, ich hab keine Ahnung. Die arme Nicole. Bei mir geht's nur Blümchen-Sex. Jetzt weiß er auch, warum die 14 Tage lieber alleine zu Hause ist. Ja. Sich ausruhen. Ja. Hey, wächst die Muschi wieder zu. Die Momo. Ach, die Momo. Sagst du auch Momo? Nee, Schnecke. Nee. Nix Schnecki. Warte, sag immer, Mumu trifft Nudel. Ja. Ah, jetzt haben wir einen Bettmesser vor mir hier. Batman. Messer. Ja, guck doch mal, wie das fährt. Der kriegt schon wieder eine Krise. Ja, gut, Junge. Der will da rein, Silvi. Ja, ich geh ja schon weg. Fahr mal besser, nicht gehen. Geh weg. Komm, Markus, ich hab heute keinen Bock. Komm, fahr euch jetzt. Komm nicht an dir vorbei, du bist zu fett. Ja, ist klar. Los, Markus, fahr vorbei an mir hier. Ja, klar, ich fahr euch beides vorbei hier, oder? In der Kurve hier. An mir? Ich fahr doch ganz rechts. Ja, ist doch vorne alles frei. Wo siehst du von hier alles, ne? Ja, du hast alles frei, hab ich doch gesagt. Ja, jetzt ja. Ich hab einen Satellitenbildschirm. Ja, genau. Weißt du, dann willst du dir ein bisschen Spaß gönnen und dann ist er auch nicht zufrieden. Lotzi, mach wieder Rennmodus rein, sonst kommt der Markus nicht hinterher. Ich hab gerade umgeschaltet auf Enduro-Modus, Pro. Ja, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitgekriegt habt. Wir haben die beiden gerade wieder eingefangen, weil sie sich verfahren haben. Dann mussten wir wieder zurückfahren und so ein Schätzer, oder? Die in die Spur bringen. Die kannst du nicht alleine lassen. Nein, kannst du auch nicht. So eine lange Leine gibt es nicht.
dem Becken. Das ist der Pool von unserem Hotel gleich. Stimmt, wir haben einen Pool diesmal dabei. Ja, ey, total geil die Bilder, oder? Also. Ja. Ach, das ist von heute, das Hotel, die Bilder? Ja, ich behaupte mal, das wird Nummer 1, glaube ich. 3-Sterne-Hotel ist das, übrigens. Das könnten laut den Bildern 4 Sterne werden bei mir. Bin gespannt. Da kommen sie, jetzt 50 fahren hier. 80 ist hier. Ah, hier ist 50. Ja? Ja, ist schon weiter als ja. 50 Meter, ja. Ist ja schon weiter als hier. Ach, hier rechts rein? Muss ich hier rechts rein oder Ja, hier rechts runter, hier. Geradeaus so quasi. Ja, genau. Kannst du aber auch mal irgendwo jetzt mal halten. Was ist denn los? Zigarette rauchen. Ja, einmal hier voran hier am Kackklo hier. So, da. Dann macht er eine Runde Kacken wieder hier. Hat er wieder was zu kacken, wa? Mann. Der nix zu kacken hat doch.